Lass mich dir die Geschichte von Eva erzählen. Sie hat ihr Augenlicht in früher Kindheit verloren und musste sich auf andere Sinne verlassen. Dadurch, dass sie ihrer Umgebung zuhörte, war sie in der Lage, sich vorzustellen, wie die Welt um sie herum aussah. Evas Familie wollte sie beschützen. Falls sie Erfolg gehabt hätten, wäre jetzt keiner von uns hier. Denn dies ist die Geschichte, die also die uns befreite. Ja, hi und herzlich willkommen zu Puls. Dies ist ein Indie-Game aus dem Hause Pixel P Games. Ich glaube, das ist ein Start-up-Unternehmen und wird von Steam, glaube ich, unterstützt. Hat auch schon ein paar kleinere Preise abgeräumt. Ja, ich kann noch nicht viel zu dem Spiel sagen. Also ich habe das eben schon kurz getestet und hatte eine Probeaufnahme gemacht. Aber irgendwie haut das mit dem Sound nicht hin, weil die Musik sehr laut ist. Und also ich musste die Musik jetzt komplett ausmachen, sonst kann man meine Stimme nicht hören. Und so richtig die Aufgabe des Spiels weiß ich auch nicht. Also wir sind ein blindes Mädchen, was jetzt hier sich durch ihre Sinne, also durch ihre Ohren sozusagen fortbewegt. Ein rotes Tuch, wow. Toro, Toro. So, vorhin bin ich in einer Probe nach links gegangen. Diesmal gehe ich nach rechts, weil dann ist der Überraschungseffekt in dem Spiel wahrscheinlich größer. Okay, hier ist nichts. Hier auch nichts. Ich glaube, man kommt eh immer an derselben Stelle an, so wie es aussieht. Ja. Oh, Scheiße. Stimmt der wieder? Du kannst mich hören. Es ist viel Zeit vergangen, seitdem ich mich mit jemand sprechen konnte. Ich kenne dich, ich kenne jeden, ich kann es sehen. Was? Oder hören? Das war jetzt viel zu schnell und es ist wieder so laut. Moment, ich muss mal gucken. Wie ihr sehen könnt, habe ich wirklich schon sehr weit nach unten gedrückt. Ich finde es schade, komplett auszumachen. Achso, wir müssen so eine Dinger hier sammeln. Jetzt weiß ich auch die Aufgabe gerade. Es ist wirklich sehr laut, das Spiel. Und ich habe die System-Sounds auch reichlich weit unten. Wenn ich das Mikro noch ein bisschen näher mache, mal gucken. Ich hätte vielleicht mal wieder eine Testaufnahme machen sollen. So, jetzt bin ich wieder stehen geblieben. Super. Ich muss kurz den Timer starten. Gucken, wo uns der Weg hinführt. Spannend, spannend. Also grafisch ist natürlich jetzt, ja. Oh. Das war ein Erdbeben, oder? Warum war da ein Erdbeben? Scheiße, Mann. Oh, Entschuldigung. Ich weiß, du willst die Pilgerreise antreten. Ich habe so viele von denen gesehen, die sie antraten. Keiner kommt so zurück, wie er ging. Ey, der Sound ist so arschlaut, Leute. Du bist verwundert, warum sie dir nicht erlauben, sie anzutreten. Sie sagen, sie beschützen dich. Ey, wer? Sie sagen, sie würden dich verstoßen, falls du gehst. Oh, wow, als wäre das schlimm. Jetzt hau ab, Blödmann. Erst mich erschrecken und dann noch so einen Krach machen. Geh mal hier weiter. Am besten in die Richtung des Erdbebens. Total, mutig. Und da ist eh so ein Strahl, dem folgen wir mal. Ich dachte ja erst beim ersten Mal testen, dass das ein Grafikbug ist. Huch, ja, super. Dem folgen. Ah, hier ist ein Lämpchen. Ja, und denn? Das ist echt eine Sackgasse. Also müssen wir doch in die andere Richtung. Schade. Mal hier irgendwo hoch. Ach, da ist der doofe Strahl. Da ist doch oben wieder so ein Ding, oder? Also so ein Krähenteil. Kommt man hier hoch? Nee. Komm hoch da. Ups. Alle hopp. Doch. Na. Siehst du, ich kenne dich. Aber ich weiß nicht, warum ich um diesen Berg fliege. Vielleicht suche ich nach dir. Ich muss diesen Fluch brechen, heilen. Was? Helfe ich dir, die Wahrheit zu finden? Ach so, wenn du mir hilfst, kannst du mir helfen? Nee. Ich kann mir ja nicht mal selber helfen. Ich sehe nämlich komische Sachen. Oh. Ich glaube, vorhin im Test bin ich unten lang gegangen. Auch nicht schlecht. Dann gehen wir halt hier oben weiter lang. Boah, da kriegt man echt eben zu viel, ne? Also ich brauche kein Gras oder so rauchen.
brauche ja einfach bloß das Spiel starten, dann habe ich genauso denselben Effekt. Ich habe keine Ahnung, wo lang. Oh, da ist noch ein Pünkt. Nee. Guten Tag. Boah, wir laufen mal weiter, weil irgendwie böse Augen. Böse Augen. Ich glaube, wenn man stehen bleibt, dann wird es auch dunkel um einen herum, weil die Schritte, die. Ja, super, ein Totenkopf ist total ermutigend. Wir laufen trotzdem den Steg weiter lang. Nein! Was war das? Ich bin runtergefallen. Warum bin ich runtergefallen? Vor allem, warum... Na, egal. Gucken wir mal, wo wir jetzt gelandet sind. Weil anscheinend leben wir ja noch, so wie es sich anhört, ja. Ja, und hier sind unsere... Jetzt haben wir nasse Füße, prickelnd. Vor allem total praktisch bei dem schönen Wetter. Ach, ist das knuffig. Was bist du denn? Komm hier. Nee. Und was bringt mir der jetzt so? Okay, mit Rechtsklick setzen wir wieder ab. Dann machen wir mal Linksklick. Oh, scheiße. Oh, 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 Entschuldigung. Entschuldigung. Magst du mich noch? Komm hier. Ist mir gerade was an. Er mag mich noch. Also jedenfalls, obwohl, der guckt komisch, oder? Wir tun mal so, als hätte man nichts gemacht. Ach, da liegt ja noch einer. Ich weiß, wie gesagt, nicht wo lang. Wir laufen mal geradeaus. Geradeaus ist nie schlecht. Oh. Es bewegt sich. Ja, ja. Okay, wir gehen mal einfach zu dem anderen da. Ach, guck mal, der folgt mir auch. Also ich brauche nicht mal Räume anfassen. Was ist... Ach so, das sind zwei, okay. Ah, hier müssen wir hoch. Nee. Guten Tag. Du stehst auf seinem... Na, egal. Ich glaube, wir müssen den roten Tüchern lang, nach, oder? Ich weiß es nicht. Toro, ach, hier ist wieder ein Lagerfeuer. Können wir den da reinschmeißen? Wir machen es mal. Oh. Entschuldigung. Das war, natürlich nicht Absicht. Doch, komm hier. Okay, der guckt auch schon so komisch, oder? Der hier ist süßer. Dann schmeißen wir den mal weg und nehmen den. Genau. So. Also, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was das Ziel des Spiels ist. Wir laufen einfach mal den roten Flaggen nach. Also, eben konnte ich ja sehen, dass ich so eine Dinger einsammeln muss. Aber wir haben erst eins von 50. Ich will gar nicht wissen, wie groß die Welt hier ist. Boah, die Augen machen den auch, ne? Da ist wieder so ein Ding. Zwei. Wow. Und nu? Da oben ist doch eine Flagge, oder? Wie komme ich denn jetzt da hoch? Oh. Da sind wir mal auf dem Desktop gelandet. Ja, gute Frage. Ich habe mein Standbild auch nicht schlecht. Ich komme hier nicht durch. Okay, gehen wir hier lang? Hier auch eine Sackgasse, oder? Ja. Obwohl, wir quetschen uns mal durch, vielleicht klappt's. Nee. Also nicht, dass wir noch stecken bleiben. Wollen wir hier hochspringen? Nee. Hä? Ich glaube, der eine ist sauer, der läuft mir nicht mehr nach. Die schweben aber auch komisch, oder? Geh mal weg da. So, vielleicht hier unten lang? Wir gehen mal unten lang. Wenn wir eh nasse Füße, jetzt fällt es auch nicht mehr auf, ob wir jetzt noch ein paar Minuten länger in der Pampe hier rumtrampeln. Nö, aber hier ist, glaube ich, nichts. Ups. Das hat mir gerade ein bisschen Angst gemacht. Wir gehen lieber wieder zurück. Können wir hier vielleicht durch? Nö. Ich glaube, wir sind doch falsch abgebogen. Ich dachte, wir müssen den Fähnchen hinterherlaufen. Weil hier ist doch eins. Dann laufen wir hier wieder durch. Und von da sind wir doch gekommen. Vielleicht haben wir unterwegs was vergessen. Ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir die ganzen Dicken hier einsammeln. Also die Glubschi-Augen. Boah, was ist das denn hier? Überall Sackgassen, ne? Dadurch, dass wir ja blind sind, sehen wir die auch so spät. Okay, ist wieder Wasser. Ah, hier geht's, glaube ich, lang. Sind wir hier nicht von... Bin ich gerade runtergefallen? Egal.
Anscheinend sind die ja eh unwichtig, die Teile. Aber der hat doch uns eben irgendwas von irgendeinem Berg erzählt. Da hinten fliegt wieder das Ding. Keine Ahnung. Wir laufen mal hier lang jetzt. Ich denke mal, wir haben uns eh verlaufen. Jetzt fällt es auch nicht mehr auf, ob wir jetzt nun ein paar Minuten noch in die Richtung hier laufen. Uns folgen auch nicht mehr die kleinen Dinger. Die sind wirklich sauer. Ich schmeiß mal nicht, keine Angst. Nehmen wir den auch noch mit. Was kann jetzt sein, dass die mich nicht... Oh, der guckt aber wirklich böse. Muss ich den vielleicht anfassen? Moment. So. Da fliegt wieder so ein Ding hin. Wo sind wir hier? Hier sind die bunten Pilze, ne? Also Leute, nicht rauchen. Das kann vom Nachteil sein, wie ihr sehen könnt. Ein Fisch. Ein einziger. Jetzt ist so ein Glubschi-Fipsi hier. Oh, oh. Wir haben ihn jetzt nicht umgebracht, oder? Ich glaube jetzt... Komm, ich nehme dich. Ich habe den umgebracht. Das hat keiner gesehen. Ich glaube, das ist auch nicht Ziel des Spiels. Komm her, ich nehme dich mit. Wir haben ja genug Platz auf dem Arm. Das war jetzt richtig. Scheint so. Da ist ein Marterpfahl. Ja, wenn ich jetzt wüsste, was ich mache... Das ist doch das Feuer, was wir eben, wo wir eben waren, oder? Ah, hier ist so ein Ding zum Einsammeln. Cool. Jetzt haben wir schon drei. Trotzdem habe ich keine Ahnung, was ich hier machen muss. Kommst du auch mit, Kleiner? Komm. Na komm, Kleiner. Ich tu dir auch nichts. Muahaha. Der andere ist aus Versehen ins Wasser gefallen. Ja. Ach, hier komme ich hoch, wa? Ich weiß auch gar nicht, ob ich hier... Da waren wir doch eben schon, oder? Bin ich blöd? Oh, hier liegen drei, ja. Praktisch. Die sind schon ein bisschen gruselig, ne? Da liegt auch einer. Kommst du auch mit? Na los. Machen Party. In unserem imaginären Zug ist immer noch Platz. Wir laufen jetzt einfach... Entschuldigung, jetzt mal verschluckt wieder zum Feuer. Obwohl, wir müssen ja auf diesen komischen Berg hoch eigentlich. Hier waren wir doch eben. Na, kommt. Ja. Klar waren wir eben hier. Jedes Mal führt der Weg wieder hierher. Und der steckt hier irgendwie anscheinend fest. Kommt mit. Da ist... Das Krähen-Ding, glaube ich. Das waren wir doch nicht hier. Oh. Ich habe diese Träume oder vielleicht sind sie was? Ich weiß nie, ob ich wach bin oder schlafe. Nicht ganz sicher, ob ich es jemals wusste. Es ist gut, zu jemandem sprechen zu können. Ja, total toll. Alles gut, du bist auf dem richtigen Pfad. Yeah! Wir sind mal auf dem richtigen Weg. Geh weg. Also müssen wir jetzt da oder da? Na, hallo? Boah, ich hasse das, wenn man nicht sieht. Oh, oh. Das ist bestimmt, weil ich den Kleinen umgebracht habe. Wieder so ein Erdbeben, oder? Verzeih mir, Kleinen. Ich krieg kleine Macke. Hier ist ja schon wieder ein Feuer. Noch irgendwo so ein Leuchteding, was wir sammeln können. Also richtig, ja, niedlich ist es ja, aber ich hab... Ich will mehr. Ich höre eine Eule. Oder ein Uhu. Oh, wir bewegen uns mal, sonst sehen wir nämlich nichts. Hm. Ach, da... Ich dachte, ah, hier ist wieder so eine Krähe. Okay. Den nächsten Abschnitt habe ich noch nie gemocht. Kann... Was? Sehe dich auf der anderen Seite. Ja, den anderen Seite hätte ich gerne auch noch gelesen. Danke. Ist ganz schön schnell. Oh, wir laufen weiter. Wie gesagt, wenn ihr stehen bleibt, dann... ich habe meine Kumpels da hinten verloren. Wenn ihr stehen bleibt, dann seht ihr nichts mehr. Das ist... Ja... Als blinder Mensch reagiert man wohl auf Geräusche. Und bildet sich so... Also, ne... Wie so ein Sonar sieht das hier bald aus. Ich fühle mich wie eine Fledermaus. Nur ohne Flügel. Sind das meine Schritte gerade gewesen?
Ist ja cool. Was habe ich denn für Fußabdrücke? Könnt ihr das sehen? Egal. Ach, muss ich den da reinschmeißen? Oh, scheiße. Hallo? Nein! Okay, ich mag den Abschnitt jetzt auch schon nicht. Tja, dann sag ich mal, wir machen Schluss an der Stelle und lassen uns überraschen, was beim nächsten Mal passiert. Ich bin jetzt irgendwo runtergefallen. Ich habe den doch bloß da rein, ganz sanft reingelegt. Ihr konntet es sehen. Ich habe nicht ersäuft, wie vorher, den anderen. Also, den anderen aus Versehen natürlich. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Eure Sandy. Ciao.